Freunde, guten Morgen, ich bin's, Micha, Autoaktiv, grüßt euch. Ja, wir waren ja vor kurzem in Skandinavien unterwegs, haben eine Tour gemacht von der Heimat Lübeck bis nördlich des Polarkreises nach Kvikkjokk und von da aus über Norwegen wieder zurück. Ja, und bin gerade dabei, das Material zu sichten und stellen mal so ein bisschen was zusammen von der Fahrerei und was wir während der Fahrt und erlebt haben und sonst noch so uns angeschaut haben. Fangen wir vorne an. Wir sind also von Lübeck dann losgefahren und sind nach Fehmarn mit der Fähre rüber nach Rødby, ungefähr so 45 Minuten Überfahrt. Und okay, dazu zeige ich erstmal ein paar Bilder. Okay, ab geht's. So, wir erreichen Fehmarn und fahren jetzt im Moment über die Fehmarn-Sundbrücke auf die Insel. Auf dem Weg nach Dänemark. Zwischenziehen. Der Fehmarnsund. Okay, Insel erreicht. Jetzt geht's zum Fährhafen. Da melden wir uns wieder. So, wir nähern uns im Fährhafen. Beide jetzt nehmen wir. Keine Ahnung, welche Uhren. Was war das? Self-Service. VIPs sind wir nicht, ne? Nee. Self-Service. Die äußerste Spur hier, ne? Hier. Automat, Automat. Wenn du einfach auf dem Self-Service hinschauen würdest, aber hier ist wahrscheinlich Automat, ne? Oh, das ist der Closed gerade, das kann natürlich auch sein. Hä? Ist ja hier, ne? Doch, ja. Benutzen Sie Ihre Smilecard, habe ich nicht. Haben Sie eine Buchung? Ja, Strichcode scannen. Wo? Da unten. Das hier? Das Blatt. Drauflegen oder drüber ziehen? Wahrscheinlich einfach so drauflegen. Da. Ja, jetzt hat er ihn. Anzahl der Personen 2. U3, fahren Sie in Spur 3. Machen wir. Dankeschön. Tschüss. Spur 3. Wir sind praktisch hier drüben, ne? Jetzt haben wir noch ein bisschen viel Zeit. Ja. Egal. Hier kommt ein Rappler. Ah, die Spur 2 ist nur für VIPs. So, da sind wir jetzt erstmal. Ja. Jetzt warten wir auf unser Glück. Okay, wir sehen uns später. Oberdeck. Kronprinz Frederik. Gracias. Wir stehen. Aus Sicherheitsgründen ist ein Aufenthalt auf dem Fahrzeugdeck während der Fahrt nicht zulässig. Bitte beachten Sie auch die Tafeln mit den Sicherheitshinweisen, die an mehreren Stellen auf der Fähre angebracht sind. Okay, da bin ich wieder. Also, angekommen in Dänemark, ging es dann jetzt weiter Richtung Kopenhagen, über den Öresund, Richtung Stockholm. Eigentlich wollten wir noch weiterfahren, sind aber nur bis Stockholm gekommen, sind da
auf dem Campingplatz gelandet. Okay, und die Bilder dazu gibt's jetzt. Weiter geht's. So, Freunde, wir sind in Dänemark angekommen. Schon seit 30 Kilometer, also ungefähr, oder 40. Jetzt überqueren wir hier irgendeine, was auch immer, fahren von einer Insel auf die nächste. Farö. Okay. Fahren wir von Seeland dann auf die Insel. Angekommen sind. Wir fahren zumindest mal ganz schön viel Dänen rum. Ach. Ja. Das in Dänemark. Das in Dänemark. Ist das eine Frechheit? So, wir befinden uns jetzt am Rande von Kopenhagen und sind auf dem Weg zur Öresundbrücke. Hier ist 90, Kollege. Okay, wir melden uns gleich an der Brücke wieder. Kann nicht mehr lang sein. Da kommt er. Kommt mir schneller, kriege ich noch ein Bild auf Bild. Das schafft man nicht, glaube ich. Ja, vielleicht, weil der ist ja ziemlich weitwinklig. Jetzt kommt der Tunnel. Ist drauf? Ja. Gut. Hast du gut gemacht. Klar, Delta. So, aus dem Untergrund wieder aufgetaucht. Jetzt kommt dann die richtige Brücke. Ja, Ding ist lange, na gut, dann sieht es wohl kurz aus. Mal gucken, wie lange jetzt wirklich die Brücke wirklich ist. Die Bridge over Troubled Water kostet 40 Euro. So, ab nach Schweden. Freunde, wir sind in Schweden, nähe Malmö. Jetzt geht's Richtung Göteborg, ca. 640 Kilometer auf ein neues. Hier gibt es nicht so viel zu sehen. Kommt was Interessantes, melden wir uns. Macht's gut. So, jetzt sind wir aber in Stockholm. Stand da jedenfalls dran eben gerade. Nach einem Kilometer rechts fahren, ja. Der E4 weiter folgen. Ja. Okay. Sundsvall, genau, da wollten wir hin. Vorhin schon noch. Jetzt sind wir noch 500 Kilometer. Ja. Aber hier ist auch noch. Haben wir mal Stockholm gesehen. Kreuz. Siehst du? Ja, das kostet wahrscheinlich mal tatsächlich, ja. So, Freunde, erster Abend. Stockholm Campingplatz. Lager, ja, schmeckt's. Heute alles ein bisschen provisorisch, wir waren ziemlich spät dran. Zelt ist aufgebaut. Ich habe die Brille gekillt, super. Gleich am ersten Tag. Ich muss mal gucken, wo es gibt. Morgen ist Montag. Vielleicht gibt es irgendwas. Aber auch die Schweden haben bestimmt Laserbrillen. Da wuseln sie rum. Die schwedische Seenlandschaft. Ja, sind hier
am Campingplatz nahe Stockholm. Schönen guten Morgen, ich bin's, Micha von Outdoor-Aktiv. Wir starten gerade unseren zweiten Tag. Haben alles zusammengepackt. Gucken uns nur noch mal kurz unseren Campingplatz an. Und dann geht's weiter. Also mal ein kurzer Überblick nur hier. Eine Entenfamilie. Tja, hallo Freunde. Dann werde ich euch mal weiter berichten, nachdem wir dann den Campingplatz in Stockholm, der im Übrigen nichts Besonderes war, aber musste ja auch nicht, verlassen hatten, ging es dann weiter Richtung Skuleskogen. Schön warm schon wieder. Mensch, wann wären wir da? Um 16 oder 17 Uhr. Unser Plan kommt ein bisschen durcheinander hier. Gut, ist ja lange hell. Ja. Die Frage ist nur, Campingplatz müssen wir halt wieder gucken, dann, wie lange die aufhaben. Mhm. Rechts abbiegen. Kurz vor Ernstkreuzweg oder? Nee, so weit war das nicht. Okay, kann ja sein. Ich habe den gefunden bei, also als ich dann mit Google da rumgefahren bin, mit Maps. Okay. Das ist so ein Hotel, Seo. Ja, cool. Ja. Hutingswalde. Kommt als nächstes. Mein Navi meint, ich wäre da um 16.12 Uhr. Ich bin der Meinung, ich bin um 15.12 Uhr da. Für 200 Kilometer? Ja. 3 Stunden wäre ein bisschen viel. Ist ein Verein nicht hingehauen irgendwie? Bitte? Ist ja von Anfang an nicht hingehauen. Nee. Was ist da faul? Alle 5 Kilometer mal ein LKW, wenn überhaupt. Ich bin in Deutschland alle 5 Meter. So, jetzt, so wie es aussieht, Brücke voraus. Aber hier so ein Sund, Fjord. Trag Angermann 11. Sehr schön, sehr schön. Aber wir fahren jetzt weiter. Weil das bringt uns nichts. Das ist zu spät, ne? Ja. Ja. Oder möchte ich gerne noch mal gucken? Wie ist es? Es ist jetzt halt spät, ja. Ist auch so. Oder wir müssen halt die Wanderung verkürzen. Ja. Deutscher, ist klar. Der drängelt sich auf den letzten Meter vor. Ja, wieder zurück vom Skuleskogen. Dann wollten wir uns ein Campingplätzchen suchen, wo wir dann abends nächtigen. Es war relativ spät geworden und mussten dann leider feststellen, dass die Rezeptionen der Campingplätze nicht mehr besetzt waren und wir keine Chance mehr hatten. Dann haben wir ganz einfach beschlossen, okay, wir fahren noch ein Stück, dann haben wir morgen noch nicht mehr so viel und suchen uns ein Plätzchen auf der Autobahn. Gibt es ganz gute Rastplätze mit Waschgelegenheiten, Toiletten, Tische, Stühle und so weiter und so fort. Und eigentlich auch nicht viel los da. Also haben wir uns auf der Autobahn niedergelassen. Und dann haben wir alles von hinten nach vorne auf die Vordersitze geschmissen, die Bänke umgeschmissen und dann haben wir uns die Matratzen reingelegt und haben im Schlafsack hinten im Auto gepennt. Für eine Nacht auch mal kein Problem, war ganz okay. Gut. Guten Morgen, dritter Tag.
gestern Abend keinen Campingplatz mehr gefunden. War alles zu. Keine Rezeption mehr. Da haben wir gesagt, okay, passt schon. Schwedens Parkplätze sind okay. An der Autobahn. Kurz rausgefahren. Haben wir mal im Auto geschlafen. Und jetzt gibt es gleich ein bisschen Frühstück. Es ist um die 7 Uhr morgens. Da wollen wir mal ein bisschen Käffchen kochen. Erstmal was heiß machen. Okay, bis später. Dann ging es halt weiter. Da waren es nochmal, es waren schlappe 650 Kilometer, 680 Kilometer von da aus dann nach Kvikkjokk, nördlich des Polarkreises. Und das zeige ich euch jetzt mal. Los geht's. So Freunde, wir sind so kurz hinter, naja kurz ist es nicht, waren schon so 50, 60 Kilometer hinter Ørnskjølsvik. Rechts in die Walachei, links in die Walachei abgebogen. Die Straßen werden jetzt ein bisschen schmaler. Hier kommt man jetzt nicht mehr so stramm voran. Mein Navi sagt, wir fahren noch 550 Kilometer bis ans Ziel, bis ans endgültige Ziel. Wir haben jetzt 9.17 Uhr, sagen wir 9.20 Uhr. Und Ankommenszeit ist 20.30 Uhr. Na, dann wisst ihr ja schon mal, wie wir hier zurechtkommen. Aber vielleicht wird es ja schön. Schaut mal mit. Blauer Himmel, was will man mehr? 18 Grad im Moment. Und 70. Also, runter vom Gas. Haben wir schon raus, die hinter uns sind wir noch keiner. Jetzt kommt lauter raus. Jetzt müssen wir leider weiterfahren. Jetzt stellt sich wieder mit auf die Straße. Ja, cool. Versuchen da zu klettern, so wie es aussieht. So, jetzt haben wir mal die Stromschnelle besucht. Lag am Weg, bot sich an, sich das anzuschauen. War auch ganz nett, alles klar. Als nächstes Zwischenziel kommt dann nur der Polarkreis. Der ominöse Polarkreis. Der befindet sich so, ich sag mal, 6-7 Kilometer vor Jokkmokk und ich glaube, den können wir nicht verfehlen und da fahren wir jetzt mal hin, dann kommt man mit. Hier gefällt es mir. Deswegen sind wir hergefahren.
Ja, wir nähern uns dem Polarkreis. So 130 Kilometer schätzungsweise noch. Ja, ich kann mal eben nur mal anschauen. Ja, überholen wir lieber. Ein schwedischer Wind ist. So, Freunde, wir sind am Polarkreis. Wir werden in jedem Moment übertreten. Jetzt haben sie gerade die Straße gemacht, deswegen ist er hier unten verschwunden. Da haben sie ihn auch drüber gehabt. Der berühmt-berüchtigte Polarkreis. Da geht er durch. Hier geht er dann mitten durch den See durch. So. Und hups, wir sind drüber gehüpft. Wir stehen genau auf dem Polarkreis. Vermutlich. So, Freunde, wir nähern uns Kvikkjokk, 19 Kilometer noch. Sieht doch gut aus.